So Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich musste mal einen Cut setzen. Vielleicht habt ihr davon gar nichts mitbekommen. Ich weiß es nicht, je nachdem ich das gesplittet habe. Und zwar war das Problem gewesen, dass im dritten Match wir Disconnect hatten, beziehungsweise Battle.net war einfach down gewesen. Aber anscheinend hat es nicht als Niederlage gezählt, da bin ich sehr froh drüber. In diesem Sinne, leg mal los, gucken wir mal. Bislang, also war gestern Abend, habe ich die letzte Session, also die letzten zwei Spiele aufgenommen. Ich erinnere mich, dass ich ein bisschen was verpeilt habe, was die Schnelligkeit mal wieder anging. Aber ansonsten, wir haben zwei Siege, das ist ja erstmal nicht so schlecht. Gucken wir mal, dass wir die Serie vielleicht fortsetzen können. Es wird aber auf jeden Fall nicht leichter. So, gegen Karlemann. Krieger. Und geht hier wieder als erstes ran. Ja. Ich werde sogar die behalten, weil 2-3 für 2 Mana ist schon ziemlich okay. Ich finde sogar mittlerweile 2-3 besser als 3-2, muss ich sagen. Weil man dann öfters gegen so Kombos, die 2-1 machen, also 2 Angriffe und ein Leben haben und so, man damit besser dasteht und die, also einmal überlebt und die 3-2er sozusagen dann immer sterben würden. Den haue ich weg, den werde ich auch behalten. Wird einfach getauscht und gucken wir mal. Ja, es gefällt mir ein bisschen besser. Gefällt mir ein bisschen besser. Dann werde ich dann sogar geneigt, an der dritten Runde den hier zu spielen und auf vierten den und aus dem dann schon mal einen 4-4er zu machen und dann wäre der halt ja schon 5-5 sozusagen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Gut, machen wir erstmal nächste Runde. 1934 ist mal gar nicht so spät heute. Das war eine humane Zeit hier. So, okay, da baut das mal Defense auf. Ja, das ist halt alles. Also, das ist halt, das ärgert mich immer noch. Dass ich keine Waffe bekommen habe, sonst wäre das alles noch ein bisschen stärker und vom Deck her, aber okay. So gut, dann müssen wir erstmal die hier spielen. Kommt an sich nichts anderes in die Tüte, außer anzugreifen, aber daran habe ich kein Interesse. Dann will ich lieber sowas aufs Board bekommen. Na, nächste Runde den hier wahrscheinlich dann. Kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, was jetzt hier kommt von ihm. Ja. Den wird mir halt nicht Blatt bekommen. Ich glaube fast, dann werde ich lieber einen zufälligen Tierbegleiter nehmen, weil der wäre halt instant down dann. Und dann habe ich wenig Interesse. Und hier haben wir vielleicht Glück und es kommt eine Sportkarte bei raus. Ansturm wäre auch sehr cool. Und plus Angriff würde auch helfen. Jede Karte, die jetzt hier kommt, wird uns helfen, weil wenn wir Angriff haben, können wir den auch hier erledigen. Deswegen werden wir den einfach mal spielen und gucken mal, was bei rauskommt. Sport. Das ist sehr, sehr gut. Wobei mir gerade auffällt, 9 plus Angriff hätte uns nichts gebracht, weil wir hätten ja erstmal den killen müssen. Aber das ist erstmal eine sehr gute Karte. So eine Lage, den zu killen, was mich noch mehr freut. Okay, gut. Na dann, machen wir weiter. Fertig. Ansturm, nee, das ist die einzige Karte, die uns zweite Hilfe. Ansturm hätte uns auch nicht geholfen. Da hätten wir den zwar killen können, aber den hätten wir trotzdem nicht platt gekriegt. Also die Sportkarte ist schon jetzt gut gewesen. Ändert da nichts daran, dass es die Karte wäre doof gewesen. Das heißt, es kam nur noch die in Frage hier. Und wir sind ein bisschen glücklich gewesen erstmal. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Es ist ja ein Wildtier. Also es würde fast schon reizen, den hier zu spielen dann. Weil dann würde dann, wenn der stirbt, würde der 4-3 haben. Wir haben super viele Optionen nächste Runde. Also den werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Den könnten wir auch spielen. Dann könnten wir den auf 6-6 bringen. Was schon ziemlich mächtig wäre. Muss man mal gucken, je nachdem, was er jetzt macht hier. Okay, den müssen wir schnell platt machen. Den müssen wir sehr schnell platt machen. Eieieiei. Ich muss mich entscheiden. So, schon wieder die Karte. Also wir können jetzt hier mit hier drauf gehen, dann wäre der tot, und wir können hier mit hier drauf gehen, dann wäre der auch tot. Und ich glaube, das ist gar kein so schlechter Deal. Das wäre halt break-even, der Trade. Also hier 3 Mana-Punkte, hier 3 Mana-Punkte. Die Frage ist nur, was spiele ich? Es würde sich ja nicht lohnen, die jetzt stärker zu machen, wenn ich mit dem die hier killen will, weil der würde ja das ja trotzdem nicht überleben. Dass ich fast dazu neige, das Board zu clearen und dann den zu spielen. Das würde mir am besten gefallen. Oder, nee, wir spielen den hier und wir schießen mit der Waffe. Und die spiele ich dann wahrscheinlich als nächstes aus. Weil der stirbt ja. Ich frage mich, ob... Machen wir das mal so. Das würde mir noch am besten gefallen. So. Start, Landratte! So. Ja.
Man hätte vielleicht auch drüber nachdenken können, Ich glaube, ich habe jetzt total... Wartet mal. Nee, das war schon okay. Der Pirat hätte ihn nicht down bekommen. Man hätte vielleicht drüber nachdenken können, mit Micha direkt hier den Helden anzugreifen. Aber dann, weil der fleischfressende Ghoul ja sowieso erstmal an der Sportkarte vorbei muss, aber dann kommt halt so ein Ding oder so und dann habe ich halt auch die Arschkarte dann, wenn der halt meine Sportkarte irgendwie down bekommt. Nee, das war schon gut gewesen. Das war schon gut gewesen, eben weil sowas passieren kann, dann wäre unsere Sportkarte weg gewesen, dann hätte er halt den Ball noch stärker machen können. Und dann clear ich lieber das Board und ja. Okay, macht er jetzt auch platt. Aber gut, ich meine, er hat jetzt... zwei Mana-Punkte und nochmal eine Karte, also zwei Karten rausgehauen. Das war jetzt schon nicht so schlecht gewesen. Also wir sind ja, glaube ich, noch leicht im Vorteil auf jeden Fall. So gut, das sieht jetzt gut aus. Wir können jetzt hier die spielen. Und die spielen rein theoretisch. Dann hätten wir hier schon mal eine 3-3er. Ja, die jetzt erstmal spielen, halte ich für keine so gute Idee. Und das ist ja auch nur ein Wildtier, was Sport bekommt. Da können wir dann nächste Runde... Ah, das geht leider noch nicht ganz auf. Müssen wir dann gucken, das kommt dann ein bisschen auf die Karten an. Ich halte es dafür die beste Idee, den jetzt rauszuhauen. Vielleicht kriegt er ihn ja nicht platt. Und er hat auch nicht mehr so viel Karten. Das würde mir am besten gefallen. Gebt mir eine Quest. Und ich sag mal so, ne, wenn wir aus der hier eine 2-2er machen, dann würde die 6 Schaden machen in einer Runde, was auch sehr geil ist. Nächste Runde. Das darf man nicht unterschätzen, weil der ja Windzorn hat. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Ich werde wahrscheinlich mich trotzdem darauf konzentrieren, das Board erstmal zu klären. Ich glaube schon, ich werde die jetzt trotzdem ziehen. Dann haben wir noch 2 Mana-Punkte übrig und können nochmal schießen. Alternativ könnten wir auch einen von den Dienern vernichten. Und Diener spielen. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier aus dem Sport machen. Das würde mir am besten gefallen. Dann würde die 3 Schaden machen. Dann müsste ich aber überlegen. Wahrscheinlich werde ich... Oh, wartet mal, wartet mal. Das Problem ist, wenn wir 2 Karten ziehen, hätte den Vorteil... Wartet mal, ist das eine Karte oder Diener? Das ist echt knapp, Leute. Ich werde die jetzt spielen. Ist aber echt knapp. So. Das Gute ist, ich muss jetzt gar nicht die angreifen, die müssen ja erstmal an dem hier vorbei. Und die machen 3 Schaden, die würden den zwar platt bekommen, aber das soll mir egal sein. Das soll mir egal sein. Quest angenommen. Das hat schon richtig reingehauen, die Runde. Das hat richtig reingehauen. Und wir haben noch ein paar gute Karten als Backup. Das gefällt mir erstmal ganz gut so. Wow. Die ist so übel, die Karte. Da haben wir jetzt Glück gehabt, dass einer von uns übrig geblieben ist. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Ansonsten wäre das mal richtig eklig geworden. So denke ich, so sind wir immer noch im Vorteil auf jeden Fall. Ja, das ist auch eine üble Karte hier von Titale Diener bis auf einen zufällige Auswahl. Die ist schon super random-mäßig halt, ne? Aber trotzdem ist auch stark. So wie, wow, wir können jetzt hier eine Assassine spielen. Naja, die lohnt sich nicht. Es würde mich trotzdem reizen, die und die zu spielen, weil dann wird mir den auf 6-6 bekommen. Nächste Runde den dann wahrscheinlich. Ich glaube, das gefällt mir am besten. Und wir hätten dann nochmal eine Sportkarte draußen, was auch gut ist. Okay, wir kriegen leider... Wir kriegen noch nicht ganz platt. Wir kriegen leider noch nicht ganz platt. Quest angenommen. Wenn ich den nicht gezogen hätte, dann hätte es aber auch nicht hingehauen. Dann hätte er noch ein Leben übrig.
Ja gut, aber ich denke, das Ding ist gegessen. Also wüsste jetzt nicht, was man machen sollte, weil wir haben ja auch wieder unsere Heldenfähigkeit, die wir notfalls einsetzen können, selbst wenn er jetzt so übelst taunt ausspielt oder so. Cool. Also das dürfte GG sein. Lief sehr gut von Cotton wieder. Versuch das hier mit. Und es ist natürlich auch sehr schön, wenn der Gegner auch nicht sehr viel Karten ziehen kann. Aber ich kann es nur nochmal betonen, ich hatte ja kaum die Möglichkeit gehabt, das rauszusuchen, wo ich Karten ziehen kann und so. Aber unsere Karten, die wir haben, sind cool. Mir gefällt das, weil ich diesmal doch ein bisschen mehr drauf geachtet hatte, auch ein paar gute Hohe zu nehmen. Und das macht sich jetzt auch irgendwie ein bisschen bemerkbar, glaube ich. Yay, 40 Gold. Sehr schön. Neue Quest, was haben wir denn hier? Druide oder Jäger? Sehr schön. Magier oder Schamane, Schurke oder Krieger? 5 Spiele. Naja, dann mal gucken. Ich werde wahrscheinlich dann sowieso noch ein Arena-Spiel machen. Dann werde ich vielleicht mal Schurke oder Krieger nehmen. Mal gucken. Wobei, ich würde ja fast dazu tendieren, dass wenn ich die Möglichkeit habe, Schamane oder Druide zu nehmen, weil ich glaube, das sind jetzt die einzigen Klassen, die ich noch nicht gespielt habe, dann würde ich mir eine davon aussuchen. Erstmal, dass wir da mal alles erstmal durch haben. Und dann können wir ja immer noch gucken dann, wie wir weitermachen. Gut, Leute. Nächste Runde. Jetzt wird's noch schwieriger. Aber das war an sich ziemlich dominant gewesen. So. Und ich mag auch die Kombi. Also ich finde das auch geil mit dem Fieder, was 2 plus 2 1 bekommen, wenn Wildtier stirbt. Das ist sehr, sehr cool. Und wir hatten ja auch noch saustarke Karten in der Hinterhand gehabt. Also das war echt super dominant gewesen. Ist halt die Frage, wie es ausgegangen wäre, wenn wenn von dem Dino übrig geblieben wäre, dann wäre es vielleicht nochmal eklig geworden. Aber selbst dann hätten wir noch gute Chancen gehabt. So, gegen Ruben. Schamane. Na, ich bin schon wieder als erstes dran. Na gut. Die behalten wir. Die bringt mir, aber es ist auch eine 2-3er halt, ne? Aber dann, ich würde total den Kampfschrei vernachlässigen und hieraus eine Sportkarte machen ist Unsinn. Ich glaube, ich tausche die. Muss ich die austauschen? Also die 2 würde ich gerne behalten. Ja, die bringt uns halt überhaupt nichts. Die bringt uns, wenn erst ab Runde 4 was. Und dann kommt es auch drauf an, was hierbei rauskommt. Nee, die, in der Kombination bringt uns die nicht so viel. Und ich würde aber gern die 2 eigentlich behalten wollen. Ich denke, das ist okay so. Ja, das bringt uns halt noch weniger. Gut. Da kann man nichts machen. Ist halt auch immer ein kleiner Glücksfaktor dabei. Sehr gut. Die Karte ist spitze. Die Karte ist spitze. Jetzt hätte ich halt gerne noch eine Sportkarte dann. Aber trotzdem, ich werde die als erstes ausspielen. Hoffe, dass die überlebt, deren Diener ausspielt. Dann spiele ich die aus und werde mit dem Wildtier dann einfach den Gegner, beziehungsweise die Diener angreifen. Hoffen, dass die stirbt, dass die stärker wird. Das ist eigentlich ein guter Plan, denke ich. Nächste in der dritten Runde. Also wir können auch zweite und dritte Runde dann jemals was spielen, was spitze ist. Mal sehen, was jetzt kommt hier. Aber ich denke mal schon, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Diener kommt. Aha, das ist ärgerlich. Schade. Das ist super ärgerlich. Jetzt bringt mir die Karte in Scheiß. Ja doch, ich bin damit in der Lage, die zu killen. Und bevor ich jetzt hier, ich habe Angst, dass ich dann, wenn ich die jetzt nicht ausspiele, sondern auf den Helden gehe, dass ich dann hier total die Bot-Control verliere. Wobei wir halt auch noch das übrig hätten und das übrig hätten. Hiermit können wir dann... Ja, aber dann für 3 Mana-Punkte den, nee, das möchte ich nicht. Ich werde jetzt hier ausspielen. Bleibt nichts anderes übrig. Jetzt hier drauf zu ballern, finde ich blöd. Und ich meine, er ist ja in der Lage, den zu killen. Das bedeutet, das wäre halt wieder so ein Trade, der okay ist. Plus minus 0 sozusagen. Bleibt nichts anderes übrig. Ist halt dumm gelaufen jetzt. Eine gute Karte auf jeden Fall jetzt gewesen in dem Moment für ihn. Hätte ja auch sein können, er spielt einen Totem oder so. Wow. Ja, das ist eklig erstmal. Und die Karte ist auch eklig. Dun, dun, dun. Ne? Oh, bitte nicht schon wieder Leck oder so. Okay, jetzt geht's weiter. Eieieiei. Ich habe eigentlich grundsätzlich kein Problem, wenn einer von den beiden hier stirbt. Also, wir haben die Wahl zwischen der und der, logischerweise. Ich könnte eine Sportkarte dabei rauskommen, was gut wäre. Ansturm würde uns nie so viel bringen, doch Ansturm würde uns was... Ne, Ansturm hat glaube ich 4-2, also die wird auch gegen die hier sterben. Gegen die sowieso. Und, Also Sport ist das Einzige, was uns was bringen würde.
Die Chance ist 33%, das plus Angriff bringt uns auch nichts. Deswegen werde ich jetzt hier von nicht einen zufälligen feindlichen Diener machen. Die Frage ist, was ist mir lieber, was stirbt? Ich weiß es nicht. Ist aber beides sterben am besten, aber das geht nicht. Ich werde jetzt nicht ausspielen, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Ich glaube, das finde ich erstmal besser, dass der tot ist. Ist aber echt knapp, weil die kann halt, wenn der zweite Diener spielt, natürlich auch weiter eklig. Nee, das wird jetzt hier nicht wäre Geburt. Das ist jetzt schon deutlich. Das ist klar, aber ich bin bislang der Meinung, dass ich nichts anderes machen konnte. Und einfach sehr gut bislang kontern konnte. Auch. Das ist dann einfach Pech. Ist das eklig, ist das eklig. Nun gut. Ansturm wäre super. Yeah. Ah ne, die hat 2-4 sogar, die mit plus 1 Angriff. Seht ihr, ich dachte, die hat 4. Ne, die mit Ansturm hat 4-2. Und die mit Sport hat, glaube ich, 3-5, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Die ist nicht so schlecht. Das nächste werden wir natürlich dann die hier spielen, also wir finden noch was Besseres. Hier haben wir natürlich dann eine Ansturmkarte als nächstes. Dann hätte die 5-2. Dann könnte man den Instinct killen und mit der dann die killen. Aber jetzt erstmal abwarten, er hat nur 4 Mana-Punkte, ist erstmal dran. Also das, bislang ist er überlegen auf jeden Fall. Ein dominiertes Spiel. Alter. Das wird richtig Crush. Ach du Scheiße. Okay, das ist nicht so schlecht. Dann spielen wir erstmal die aus und dann die aus. Mal. Sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wobei, doch, Ansturm ist schon nice jetzt. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt vor? Ich werde mit dem den killen, logischerweise, und mit dem die killen. Das ist wohl das Beste. So, er kann dann, muss ich dann entscheiden. Jetzt auf jeden Fall vom Board sieht es erstmal mit Abstand wieder besser aus. Und das Schöne ist, wir haben Runde 6, also 7 plus 8 können wir dann erstmal sehr gute Karten ausspielen. Da kommt es ein bisschen drauf an, natürlich, wie er kontern kann. Und was jetzt hier noch überlebt und so, mal schauen. Die haben ja auch leider nur einmal. Die habe ich sehr, sehr gerne, also die hätte ich natürlich auch öfters gehabt. Genauso wie ich auch mal sehr gerne habe für einen Mana-Punkt, dass man sich aus dem Deck 3 Karten hat und zur Auswahl und eine aussuchen kann. Ist auch mal sehr gut. Wobei die habe ich am liebsten, hätte ich die 3-4 Mal im Deck drin, weil die einfach geil ist. 2 Mana-Punkte, 2-2 ist okay als Diener und man kann halt teilweise bis zu 2-3 Karten ziehen. Das ist absolut awesome. Also die ist auch stark. Eieiei. Eieiei, jetzt kann er 2 killen. Was sind das hier? Wie viele Mana-Punkte? 4. Na, dann werden wir wahrscheinlich mit dem den killen. Friert einen Charakter ein. Das gibt auch noch ein paar Optionen. Könnten wir auch den einfrieren rein, theoretisch. Die können wir leider noch nicht spielen. Wollen wir die einfrieren oder killen? Aber einfrieren würde mir eigentlich besser gefallen. Und dann können wir vielleicht nächste Runde mit dem die dann killen, was vielleicht ganz cool wäre. Ach, friert einen Charakter ein. Charakter ist... Okay, es kann auch der Held sein. Ich werde ihn einfrieren. Ich muss das ja irgendwie sinnvoll nutzen. Aber er könnte halt mit dem immer noch dann den killen. Aber daran komme ich sowieso nicht vorbei. Weil ich habe keine Sportkarte. Ich habe keine Sportkarte. Ne, daran komme ich nicht vorbei. Und so kann ich den wenigstens nochmal nutzen, um auf den Helden zu gehen. Und 4 Damage können entscheidend sein in dem Spiel. Ja. Aber dadurch, dass ich den eingefroren habe, ist er halt auch nicht in der Lage, den hier zu killen. Wenn er bei beiden drauf geht. Außer es kommt halt drauf an, was er noch für Karten hat. Aber da kann ich dann auch nichts machen. Die ist auf jeden Fall stillgelegt. Außer er hat jetzt eine doofe Silence-Karte. Aber das wäre dann einfach Pech. Ja, nächste Runde dann. Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Wohl die hier dann. Oder die.
raten die mal an 1-1. Das ist kein Kampfschrei, das zählt immer. Und eine sehr gute Karte. Aber die können wir jetzt, macht das noch nicht so viel Sinn. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ach Gott. Die oder die. Ich könnte jetzt mit dem, ich muss ja erstmal den killen, weil der Windzorn hat. Nee, vielleicht einen befreundeten Diener Windzorn. Nein, 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 der hat das schon. Der hat das schon ausgespielt, der hat keinen Windzorn mehr. Können wir mit dem den killen? Das können wir so oder so. Ich glaube fast, ich werde die hier erstmal ausspielen. Weil die erstmal die Runde nicht angegriffen werden kann und dann nächste Runde wahrscheinlich die und dann hätte die auch 8 angegriffen. Dann könnte man halt ein bisschen Remi-Demi machen. Aber ich muss mich jetzt schon um das Board kümmern erstmal. Also ich spiele jetzt erstmal die hier aus. Ich hatte ja ein Problem. So. Der ist natürlich dann platt nächste Runde. Aber ich muss, ich kann mich jetzt nicht auf den Helden konzentrieren. Das wäre nicht so clever. Ich hau den erstmal weg. Vielleicht hat er ja keine Karte mehr, womit er einen Damage raushauen kann. Irgendwie eine Zauberkarte. Und dann könnte die Karte noch einen Diener killen. Ist ja so schon mal ein guter Tausch. 5 Mana-Punkte haben wir weggehauen mit der. Die 6 Mana-Punkte ist kein, naja, was heißt kein guter Tausch. Wir haben dafür den eingefroren und so. Also wir haben sie schon mal gut eingesetzt. Also mindestens was sie wert ist letztendlich. Jetzt ist halt nur die Frage, ob vielleicht, wenn er keine Zauberkarte hat, er vielleicht sogar noch einen Diener killen kann. Dann würde er mit hier drauf gehen, dann würde man halt nochmal den weghauen. Nee, das wäre schon nicht so schlecht dann. Wow, wie oft hat er die denn noch, bitte? Er haut jetzt alles auf meinen Helden drauf. Nee. Ja, das ist jetzt super Pech dann, dass er echt noch so eine scheiß Karte übrig hat. Autsch. Ich bräuchte ganz dringend eine Sportkarte. So, eigentlich wollte ich ja die spielen, aber jetzt gefällt es mir besser, den auszuspielen und dann die beiden. Mal, wie mich das hier nervt jetzt. Aber anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Klar machen zum Entern! Silbermond, nicht fallen! Naja. Ändert. Na doch, dahingehend ist das gut, weil dann können wir dann nächste Runde mit der den besiegen. Oh, ist das bescheuert, Alter, wie ich jetzt einfach mal wirklich 7 Schaden in das Ding reinhauen muss. Wie gern hätte ich jetzt irgendwie Silence, die Eule oder so. Hör ich. Er könnte uns jetzt, hat er Windzorn? Windzorn? Wie hat er das eigentlich gemacht, dass er wieder Windzorn hatte? War eine Zauberkarte, hä? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hat keiner mehr Windzorn. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Nein! Ja, das Ding ist gegessen, Leute. Würde ich mal meinen. Wobei, wir können mit dem besiegen. Das ist eklig. Wir bräuchten jetzt irgendwas Tolles. Ist das eklig. Aber es hat ja schon angefangen, ganz am Anfang vom Spiel, hat er immer dominiert. Hat konnte immer kontern. Das ist aber dann auch einfach dann Pech von Karten her. Na los, mein Guter, jetzt merke dich mal aus hier. Du kannst ja gar nichts mehr machen. So, ich bin dran. Das ist gut. Die Karte ist gut. Die Karte ist gut. Gut, gut. Das heißt, wir können das hier draufhauen, dann können wir hier mit dem besiegen. Ja, das gefällt mir erstmal. Das werden wir auch sowieso erstmal machen. Bums. Start, Landratte! Das ist ein saugeiler Deal. Können wir schon mal draufschießen. Erzittert vor der Macht Sturmwind! Das Gute ist halt echt, dass es kein Kampfschrei ist. Das wirkt immer das 1 plus 1. So, wie gehen wir jetzt vor? Ich würde ja wirklich sagen, dass wir die Diener weghauen. Das wäre besser. Die oder die hier. Dann hau ich lieber die hier weg, weil vielleicht hat er was, wo er die wieder zurückholen kann oder so. Und das will ich ja nicht, dass da nochmal Silence kommt. Macht jetzt keinen so großen Unterschied. Ehrlich. Ist halt jetzt irgendwie ein bisschen assi, dass ich so viel Damage an dieser Eule verschwenden muss. Aber es geht einfach darum, dass jetzt jeder Punkt Schaden, den wir bekommen, müssen wir vermeiden. Und wenn wir die Bot-Control behalten können, dann haben wir noch gute Chancen. Naja, das ist halt schon wieder... Njep. Jetzt kann er hier mit denen killen. Wir sind dran.
Sehr, sehr gute Karre. Also wird der dann Platz sein? Nee, halt, wartet mal. Ich überleg gerade. Der könnte auch den platt machen, das will ich ja nicht. Da ist mir doch lieber, dass ich erstmal den hier kille. Und jetzt spiele ich die aus. Wobei, nee, es wäre egal gewesen. Mein ging es nur darum, dass er hier keinen zwei Schaden kassiert. Das ist nicht zufällig irgendwie das andere, aber ist ja egal, weil das jetzt auch keinen Schaden mehr macht. Aber egal, wir vernichten es auf jeden Fall. Und wir haben jetzt wirklich die Board Control. Und jetzt absolut auf die Karten an, die jetzt noch kommen. Aber dann haben wir jetzt echt eine gute Chance, Leute. Alter! Damit war jetzt echt nicht zu rechnen, Leute. Ah, ist das krank. Das war's dann. Also ganz ehrlich, ich dachte dann vor 20 Sekunden noch, okay, die Chancen, dass wir gewinnen, liegen jetzt gar nicht mehr so schlecht. Aber dass dann die Karte kommt, damit war nicht zu rechnen. Das ist übel, das ist Pech.